So. Alternativkreuzer ist die Mülltonne. Nimmst auch schwere Panzerung mit. Ist der so auf Laser getrimmt? Was wir aber mal probieren könnten wieder. Nehmen wir zwei Laser weg. Oder drei, dass wir das ECM-System hier einsetzen. Weil an sich sollten jetzt Raketen nicht mehr übermächtig sein. Da hatten die was in den Patchnotes geschrieben. Dass, so wie es jetzt in der ersten Runde, da hast du ja mit Raketen echt alles getötet. Ach guck mal, Design C haben sie so einen lila Rand. Toll, 409 habe ich gerade nicht. Und schon brauchen die 26 Runden, bis die fertig wären. Ist ja mal eben schnell. So, bau da ruhig den militärischen Außenposten. Ziviler Transporter ist angekommen, dann kannst du direkt landen. Mir fehlt ein bisschen, dass ich auf der Übersichtskarte direkt sehen kann, was ich produziere auf dem auf der Welt aktuell. Oder beziehungsweise auf dem Planeten. Hier sehe ich ja rechts oben zwar diese Information, dass in drei Runden die Produktion fertig ist. Und dass das ein Gebäude sein soll. Ich denke mal jedenfalls, dass das Gebäude bedeutet. Aber könnte besser aussehen. Beziehungsweise ein bisschen mehr Informationen. Ich kann natürlich das die Imperium-Karte aufklicken, da steht ja drin, wo ich was produziere. Hier drin. So, Bevölkerungsmaximum erreicht. Scheiß drauf, die Verschmutzung weiter zu pumpen. Ich weiß, viel hilft das nicht, die da zu setzen, weil das eh nur ein mehr Produktion bringt. Hier terraformen wir erstmal. Der wird auch 31 Runden brauchen. Mir fehlen echt die Produktionsplaneten. Mal so einen richtig schönen großen Planeten, der auch richtig viele Mineralien hat. Obwohl, lass uns doch einfach mal die Armada mit Steuergeldern ausheben. Nein, bitte nicht recyceln. Ihr sollt nur eben den Scout platt machen. Sechsundzwanzig, danach machst du die Bodenanreicherung. Prime ist gewachsen, da bleibt das Klonzentrum im Moment noch im Fokus unserer Interessen. Und hier unten werden wir auch mal den Raumlift setzen. Obwohl, doofer armer Planet.
Terraforming macht leider nur das Biom besser und nicht die Mineralien, wenn ich mich noch recht entsinne. Für das andere, da müssen wir die Forschung für Gaia-Planet. Nein, das wollen wir nicht kaufen. 2468 können wir natürlich super nicht leisten. Welcome to GNN. And now the state of the galaxy. The census rankings of empire populations. Ich glaube, wir können gleich einfach losziehen und alle Rassen am Stück platt machen. Even without me, our scientists have made a new discovery. Controller, new developments require your immediate attention. Ach so, hier will er die Raketen verbessern und den Panzer. Das ist natürlich okay, also die Panzerung. Ich bin überlegen, ob der dann mir das Design zerschießt. Ach scheiße. Welcher Planet war das? Da kann der lieber in die Produktion gehen. Toll, durch das Upgrade. Erstmal, die Schiffe brauchen jetzt wieder noch mehr Zeit und sind teurer geworden. Bedrohliche Flotte entdeckt. Ist es aber nicht. Ist nämlich wieder nur Speer. Warum auch immer der immer wieder Speer in mein System schickt. Das ist total sinnlos. Hier können wir eine schöne Produktion aufbauen für Schiffe. Immerhin ist der Planet sehr reich. Es war nur ein kleines Ding. Ja, Proof hat kleines Ding gesagt. Warum auch nicht? So, militärischer Außenposten fertiggestellt. Ich sichere mal mein Heimatsystem ab in alle Richtungen. Meine Leute könnten ja ein bisschen angepisst sein, wenn das mal fällt. So, 15 Runden, 1900. Darunter. Verzieht euch Speer. Nein, ich verbessere die jetzt noch nicht. Ich warte jetzt erstmal auf die neuen. Dann werden wir eh erstmal mit denen rüberfliegen und Ärger machen. Die Speer behalte ich noch. Even without me,
Our scientists have made a new discovery. Pilze. Ja, da ist das Schlachtschiff schon drin. Mittelgroßes, aber starkes Schiff mit größerer Tragfähigkeit und Rumpfklassifizierung. Terra, bub. Hier ist noch eine mehr Bevölkerung drin. So, 1290. Sehr gut. Dann kaufen wir aber die 5 neuen Schiffe. Gesamtstärke 5200. Ab an die Front mit euch. Ihr könnt erstmal weiterhin die Verschmutzung hier reduzieren. Ja, es gibt mir Minusnahrung. Danach könnt ihr gerne die unterirdischen Farmen bauen. Dann könnt ihr einen weiteren Arbeiter anders einsortieren. Genau, baue erstmal das Government Center, damit die Moral ein bisschen höher geht. Vielleicht sollten wir den Zerstörer auch mal wegschicken. Um den Kreuzer auf die nächste Stufe zu bringen. So. Ist der auch durch? Dann gehen wir hier rüber. Da ist der Bohnenanreicherer drin. Den setzen wir da oben ein. Ach komm, jetzt bewegt euch Schiffe. Terraforming abgeschlossen. Und was jetzt passiert? Jetzt ist der Sumpf. Wenn ich das richtig sehe. Oh, ich werde gefragt, warum ich kein Star Drive 2 heute spiele. Weil Demokratie hat gesagt, spiel das hier. Und ich bin nicht Donald Trump und sag, Arschleck Demokratie. Nein, Donald Trump ist ja für Demokratie. Er ist nur gegen Leute, die eine andere Meinung haben. Aber ihr könnt euch die USA schon mal gut ansehen. So wie das gerade da bei den Wahlen ist. Das blüht uns auch in einigen Jahren. Auch wenn jetzt die Leute denken jetzt schon, aktuelle Wahlen, wo eine AfD 16% kriegen kann, ist schon das Ende der Zeit. Aber ich sage doch schlimmere Zeiten voraus. Oder 24%, sagt der Chat gerade. Aber ich würde darauf jetzt ohne Gewehr. Okay, die AfD in Sachsen hat so um die 24%. Es wird doch schlimmer.
Ich soll eine Umfrage machen, wer Trump mag. Bei Trump ist es eigentlich egal. Er ist der Oberbefehlshaber der, einer der größten Armeen der Welt dann. Aber, ohne Witz, auch ein Trump kann Europa nicht in den Arsch treten. Dafür sind die viel zu wirtschaftlich, viel zu abhängig. Und das ist es nämlich genau das. Solange du wirtschaftlich was zu verlieren hast, wird es keinen Krieg geben zwischen den Großmächten. Und das ist dieses Risiko, was wir haben im Moment mit Russland. Weil wir Russland durch Sanktionen aushungern und wir machen eine gewisse Provokation. Dadurch. Eine wirtschaftliche Provokation. Wir nehmen dem Volk halt einfach die Grundlage aktuell. Und das ist das, was am Ende gefährlich ist. Ja, gleich werde ich geswattet. Da kommen hier die Leute durch die Scheibe gesprungen. Und mein Stream wird auch abgeschaltet, weil ich zu politisch werde. So, ich bräuchte 1300, um den... Na? Den Rest zu pushen. Sehr schön. Schlachtschiff und den Bomberhangar. Was auch immer der jetzt an den Zerstörern verbessert hat. Auf geht's. Kein Vogel wird mehr sicher sein. Aber erstmal müssen wir sein... wie heißt das? Seine Militärbasis zerstören. Wir werden sehen, was die so aushält. Okay, seine Flotte hat eine Stärke von 4200. Ich gehe jetzt einfach mal Tactical rein. Da kommen meine 70er Jahre UFOs. Ach, meine kleinen Fregatten sind nicht geupgradet, ne? Deshalb haben die auch noch gar keine Schilde. Flieg, dicker Kreuzer, flieg! Bip, 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 bidi, bip, bip. Das ging schnell. Der hat nur ein bisschen Schaden an Schilden gemacht. Der hat auch noch Atomraketen. Der ist ja technologisch komplett hinter mir. Weißt du, was ich mit denen seinen Schiffen gleich mache? Helberdier fragt, was ich von der EU halte. Das könnte man gar nicht in diesem Video reinpacken. Ich bin aber wirklich eigentlich ein Pro-EU-Mensch. Ich bin nur ein bisschen angepisst von der generellen Solidarität anderer EU-Mitgliedstaaten.
Schon seitdem die früher gesagt haben, ja, Flüchtlingshilfe machen wir, wir nehmen irgendwie auf. Aber auf freiwillige Basis. Und wer hat es am Ende gemacht? Kaum einer. Oh. Stärketechnisch könnte das echt nochmal knapp werden. This is GNN. Research at A Cylon Colony suffered a serious setback when a malicious computer virus struck the planetary processing network. Na super. Jetzt haben wir ein Virus irgendwie und den müssen wir da irgendwie gegenforschen. Weil generell ist ja die Idee einer europäischen Gemeinschaft gut. Aber wenn die Regierungschefs so einen Müll produzieren wie gerade, dann weiß man auch nicht mehr. Die Sache ist, korrupt kann die EU leider gar nicht werden. Selbst wenn sie wollte. So, ausgeglichener Kampf. Aber wir können ihn ja foppen im Kampf. Dämliche Vögel. Ich zeige euch, wo der Hammer hängt. Oh, sie kommen mir sogar entgegen ein bisschen, oder? Ne, sie bleiben stehen hinter ihren... Sie verstecken sich hinter ihrer Basis. Dann kommen wir von links. Beschleunige gerade ein bisschen. Dann kriegen wir nämlich die Kleinen kaputt. Ach, dieses Markieren ist aber auch neu. Ah, sehr schön. Viel halten die nicht aus. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Genau, schick mal erst das größere Schiff nach vorne. Ja. Gleich ist unser Zerstörer platt. Sehr gut, noch keinen Verlust gehabt. So, jetzt nehmen wir das Schiff auseinander. Die Station. Oder doch, jetzt habe ich ein Schiff verloren. Ich habe es nur nicht gesehen. Die haben ein paar Sounds verändert, ne? Ah, 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 ah. Ah, gut. Ist kaputt. Wäre jetzt schade gewesen um den Kreuzer. Ich bombe die Bevölkerung einfach runter. Und dann schickt man ein Kolonieschiff. Ich glaube, wir haben nicht mehr Truppentransporte erforscht. An
And now, the state of the galaxy. Current leaders of advanced technology. Oh, oh. Und die Alkari waren noch gut in der Forschung. Ich würde sagen, es bedeutet, es gibt niemanden, der mich besiegen kann. Aktuell. Sehr schön, das war's. Oder? Ich hatte doch die gesamte Bevölkerung zerstört. Da muss ich wirklich jedes einzelne Gebäude. So, Bevölkerungslimit erreicht. Oh, ich muss die Marines noch runterknallen. Ja, jetzt ist der Planet leer. Aber lass uns einmal kurz zurück, weil unsere Schiffe müssen repariert werden. Die Vögelmenschen werden jetzt eh nicht so schnell was wieder aufbauen können. Unsere Flotte war siegreich. Gegen diesen Speer. So, das ist hier auch schon die Maximalbevölkerung. Also warum habe ich noch so viele Leute in Nahrung stehen? Den kaufen wir einfach mal. So, Bodenanreicherer abgeschlossen. Dann macht die Steuerbehörde hier Raketenbasis, Marinenbasis. Marinen. Marine. Unterirdische Farm abgeschlossen. Plus 12 Nahrung. Gut, dann können noch zwei weitere in die Forschung. Und du kannst anfangen, die Verschmutzung zu reinigen. Der ist fast durch mit der Verschmutzungsreinigung. Und danach baust du ein Kolonieschiff. Und sonst geht's ja allen gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Kommandopunkte wir letztes Mal hatten. Ach, guck mal. Jetzt kommen ja direkt Piraten an den Scheißplaneten, wo früher die Vögel gelebt haben. So, Gaia-Transformation. Kann auf erdähnlichen Umgebungen angewandt werden. Der Planet wird danach zu einer Welt der Gaia-Klasse. Können wir schon mal die Forschung machen zu diesem elektromagnetische Brechung. Uns auf den Weg machen, damit wir durch die...